Der Typ hier, obwohl ich echt Angst habe, dass Orion gleich irgendwas Defense bricht und one-shottet, aber egal. Kein Weiger. Immerhin. Ja, also wir buffen Attack. Ich könnte mit Fallen Blossoms den Defense Break entfernen. Wir killen aber als erstes sowieso Seratu. Okay, das ist jetzt blöd, dass ein Shield von Kaymon auch noch hat. Genau, gar nichts gebracht. Na gut, so geht's auch. War, glaube ich, irgendwie nicht mal Max Crit Rate oder so, ne? Einen, glaube ich, hat er verfehlt. So, okay, Mann. Wie ich das hasse, wenn Beta langsamer ist. Also ich könnte Beta entweder wieder one-shotten. Oder auf Greedy und Risky spielen und dritten Skill und vielleicht sogar First Life Perna. Okay, nicht schlecht. Ich meine, solange der Stun trifft, ist egal, ob es ein One-Shot ist oder nicht. Killen wir Panda, damit mein Guardian überlebt. Nice. Okay, also das erste Team. Super easy. Ganz normal, entweder Copper Bulldozer oder mit Kali. Wardarm zuerst, Panda als nächstes. Perna ist übrig. Das können wir hier machen. Theoretisch Lucian, glaube ich, reicht der Damage nicht ganz. Eigentlich das erste, was ich mir denke, wenn ich sowas sehe, Syros. Why not? So ein bisschen behindert, weil im Triana, weil irgendwie das Passive halt den Syros Nuke halt, muss ich sagen, überlappt, ne? Underkill. GG. Sag's immer wieder, also Defense irgendwie, wo nichts Wassermäßiges drinnen ist, irgendwie so einfach. Vor allem mittlerweile hat halt jeder irgendwie eine Kali und jeder hat ein halbwegs vernünftiges Copper Bulldozer Team, also. Nice. Ja, ein ziemlicher Fail. Also, Triana sollte eigentlich als letztes drankommen, damit halt die Immunity oben ist. Ne? So, Triana soll jetzt durch ihr Passive Seratu
gerettet für den Anfang. Naja. Naja, auch eine ziemlich schlechte Defense. Ja, alles langweilig. Die untere spielen wir mal ein bisschen risky wieder. Und hoffen, dass Ryan nicht outspeedet. Die obere, ja. Theoretisch könnte ich gleich dasselbe Team lassen. Slim Windpanda braucht mal irgendwas mit Defense Ignore. Oder man one-shottet ihn. Das versuchen wir jetzt mal. Okay, öffnen ist langsamer. Sollte reichen, hoffe ich. Naja, ganz okay. Lang lebe Summon is way. Nicht viel zum sagen. Selbst wenn Wusa jetzt noch meinen Homie killen sollte, kommt er zurück und ja. Defense Break wäre halt nice. Kann ich ihn jetzt eigentlich killen? Nein, oder? Also meinen. Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn Tiana jetzt den Buff vom Homie entfernt hätte. Und ich wundere, wie er outspielen. Wir werden nicht gecuttet. Eine Defense sollte eben auch nicht luschenbar sein, wenn möglich. So, komm mal. Eine Windscroll und Summon Sierra oder Genny oder Panda. Ne, gut. Ziemlich easy, ziemlich schnell. Bis zum nächsten Mal.